Ich möchte in diesem Arbeitsblatt nun eine Zeichnung erstellen, bei dem untersucht werden kann, wie sich die Koeffizienten bei einer Ebene in Koordinatenschreibweise auswirken. Dazu habe ich die Oberfläche vorbereitet. Neben dem 3D-Fenster habe ich hier unten die Grafikansicht 1 verkleinert und ich möchte jetzt zunächst mal hier vier Schieberegler für die vier Koeffizienten der Koordinatengleichung anbringen. Dazu zeichne ich diese senkrecht ein. Und mache das nur noch bei drei weiteren Schiebereglern. Zu diesen drei Parametern stelle ich nun eine Gleichung auf. Und zwar verwende ich jetzt also diese Werte, indem ich eine Ebene eingebe. Die Eingabe von einer Ebene in Koordinatenform ist übrigens die einzige Möglichkeit, wie man zu diesem Entwicklungsstand eine Ebene von Hand eingeben kann. Ich habe natürlich die Möglichkeit, sie aus drei Punkten zu bestimmen. Und nachdem das hier funktioniert, schreibe ich die Koordinatenform hier noch mit Hilfe von dynamischem Text einmal auf. So, fertig. Ich vergrößere etwas die Ansicht. Damit man die Gleichung besser sehen kann. Ja, hier muss irgendwie ein kleiner Fehler noch vorhanden sein, denn normalerweise sollte der Text hier in der Grafikansicht 1 ist nicht auch noch im 3D erscheinen, aber ich kann das auch momentan nicht ausschalten. So. Um die Lage der Ebene besser zu verdeutlichen, möchte ich die Schnittpunkte mit den Achsen bestimmen und dann Spurgeraden mit Hilfe von diesen Schnittpunkten einzeichnen. Dazu versuche ich den Befehl hier zu verwenden. Schneide zwei Objekte. Und da hat sich also hier der Schnittpunkt bestimmen lassen. Das gleiche mache ich jetzt noch mit den anderen Achsen und dann zeichne ich mit dem Befehl hier einfach die Geraden durch die zwei Punkte. So, das habe ich nun alles gemacht. Ein kleines Problem taucht jetzt hier auf und zwar habe ich hier eine Gerade im Bild und zwar ist das die Gerade, die durch die Punkte C und B geht, also diese hier. Dass die hier erscheint, ist okay, denn es ist ja eine Ebene, die in der eine Gerade, die in der XY-Ebene liegt und diese Objekte werden angezeigt. Ich glaube, man könnte das umgehen, indem man nicht hier die Grafikansicht 1, sondern Nummer 2 verwendet, da die Ansicht dieser XY-Objekte nur in der Grafik 1 automatisch geschieht. Alternativ kann ich Folgendes machen. Diese Linie ist ja bei bestimmten Koordinaten. Das heißt, ich kann quasi die ganze Ansicht hier einfach etwas zur Seite schieben. Wenn ich das jetzt mache, bleiben die Schieberegler an ihrer Stelle. Ich muss also nur den Text noch von Hand mit verschieben, damit mich das Ganze nicht stört. Wobei ich natürlich das Problem haben könnte, dass wenn ich hier die Punkte bewege, dass dann irgendwann doch mal eine Gerade eben drin zu sehen ist. Aber
So geht das ja momentan. So, ein kleiner Hinweis. Erfreulicherweise ist es so, dass man bei der Entwicklung hier darauf geachtet hat, dass wenn ich zum Beispiel überhaupt keinen Schnittpunkt mit der Achse hier habe, dass trotzdem diese Geraden angezeigt werden. Das heißt, obwohl jetzt eben der Schnittpunkt mit der, was ist das, mit der X-Achse undefiniert ist, werden Geraden weiterhin angezeigt. Der Vorteil ist, man braucht also keinen großen Aufwand betreiben, indem man hier die Spurgeraden eben angezeigt bekommt. Was ich jetzt machen werde, ist, dass ich die Farbe der Ebene und der Spurgeraden noch etwas anpasse und die Spurgeraden etwas dicker noch mache. So kann man vor allem die Spurgeraden ein bisschen besser erkennen. Und eine weitere Möglichkeit, das Ganze noch etwas deutlicher zu machen, ist, dass ich die Koordinatenebenen einzeiche, das heißt also xy, die xz und die yz-Ebene. Das geht ganz einfach, indem ich einfach hier eingebe, y ist gleich 0. Beziehungsweise x ist gleich 0 natürlich. Und y ist gleich 0 und z ist gleich 0. Und den gebe ich dann noch eine einheitliche Farbe. Eine nicht so helle Farbe, damit sie den Rest nicht zu sehr stören. Und nun kann ich relativ gut erkennen, wie sich eben die Parameter auswirken. Vor allem denke ich so das Verständnis, wenn eben hier etwas gleich 0 ist. Übrigens, ich kann diesen Text, den habe ich jetzt ja hier mit Hilfe der Schiebereglerwerte erzeugt. Da kann ich auch einen verkürzten Wert nehmen, indem ich einfach hier die Geradengleichung raussuche. Das ist ja E. Und dann habe ich eine einfache Gleichung. Die Möglichkeit, dass ich jetzt hier diesen Faktor vor y noch hier drüben auf die Seite bekomme, das gibt es jetzt nicht. Ich kann das natürlich von Hand machen, indem ich den Schnittpunkt nehme. Und das ist ja dann der Wert, den ich dann zur Darstellung hier verwenden könnte. Aber man kann es ja auch sich so berechnen.